Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute machen wir mal das erste Projekt in 2022. Und zwar geht's heute um diesen Karton da unten. Und zwar hat mich die Firma Jedi hat mir angeboten, einen Wischsaugroboter von ihnen einfach mal zu testen. Ich habe mir den dann schon mal im Internet angeguckt und das hat richtig gut ausgesehen. Und ja, dann habe ich gedacht, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe hier oben in meinem oberen Stock oder meinem Erdgeschoss habe ich sehr viele Fliesen oder eigentlich fast nur Fliesen. Und da bietet sich sowas richtig gut an. Habe das dann mit meiner Frau noch besprochen, wie wir das machen können. Und dann kam das Go. So, und jetzt kommt das Video dazu. Ich packe jetzt mal den Jedi aus. Das ist eine Mobstation. Da erzähle ich euch jetzt beim Auspacken noch ein bisschen was drüber. So, jetzt schauen wir mal, was da alles drin ist. Packen wir mal das Ding aus. So, das ist zum einen der Karton. Dann nochmal ein Karton. Und das ist die Mobstation an sich. So, der Karton ist jetzt soweit leer. So, dann schauen wir mal, was sich da drin verbirgt. Okay. Das ist also quasi der Parkplatz und gleichzeitig die Abgabe vom Alt- und und Aufsammeln vom Frischwasser. Aber das schauen wir uns nachher mal an. So, und jetzt schauen wir mal in die Kartons rein. Als erstes mal hier in den. Upsa. Okay, Versorgungskabel, so ein schweres Band, zwei Wischmopp, cool, und so eine Bürste. Okay, sonst nichts. So, und dann hier, ich denke mal, da ist der Roboter drin. Okay. Das ist das Herzstück der Anlage. So, das war's auch hier. Oh, geh doch zu. Jetzt. So. Und jetzt packen wir den mal aus. Okay. Das ist jetzt hier das Herzstück von unserem Wischroboter. So, und hier seht ihr die Mobstation. Da sind zwei Behälter drin. Einmal der Frischwassertank. Und einmal der Dreckwassertank. Das heißt, der Roboter, wie genau, muss ich mal schauen, habe ich selber noch nicht rausgefunden. Der zieht sich hier selber Frischwasser und wenn das dann dreckig ist, pumpt er das hier rein und holt sich wieder frisches Wasser. So, und dann habe ich hier noch Bedienelemente. Und dann war es das eigentlich schon. Da unten fährt er rein, aber das schauen wir uns dann nachher an.
So, jetzt sind wir schon hier in meinem Büro und jetzt bereiten wir den Roboter voll auf seinen Einsatz vor. Also zum einen machen wir hier die beiden Wischmopp unten ran. So, und dann diese Bürste, wo den Dreck dann immer reinbürstet. Schauen, dass wir sie richtig drauf machen. So, und jetzt ist er eigentlich schon fertig. Und jetzt weiß ich auch, für was das ist. Das ist für eine Sperre, dass er Treppen nicht runterfliegt oder fährt. Das machen wir nachher noch zusammen ran. So, und dann haben wir noch das Versorgungskabel und dann können wir eigentlich schon loslegen. So, ich habe mir hier diese Stelle ausgesucht. Da ist außenrum genügend Platz für das Rangieren. Das ist in meinem Büro hier drin, da stört es jetzt auch nicht so arg. Hinten einfach den Stecker einstecken, das Kabel kann man hier schön reinwickeln. Einfach Steckdose eingesteckt. So, dann in die Position gebracht. So, wo wir ihn brauchen. Ich mache das hier mit der Kante bündig. Einfach, dass man dass man Platz hat oder dass man auch weiß, wo er sitzt. Ich denke, so funktioniert es gut. Und ja, dann kann er, denke ich mal, hier reinfahren. So, dann können wir da oben mal frisch Wasser hier reinmachen. So, dann setzen wir den wieder rein. Können wir hier den Deckel runter machen. So, dann hier diese Folie noch abziehen, dass die Sensoren einwandfrei funktionieren. Sonst ist nichts drauf. Dann gibt es hier den Schalter auf ein. So, und dann, also der QR-Code möchte er gescannt haben. Dann machen wir doch das. Die Software habe ich schon installiert. So, neuen Roboter hinzufügen. Mopstation. Also, für das Einlernen kann man diese Wischpadplatten wegmachen. Die brauchen wir erstmal nicht. So, und jetzt fahren wir das Gerät dort rein. Wir stellen es dort rein. So, es muss eingeschaltet sein. Home-Button. Starting charging. Exiting self-cleaning station. Please keep the floor in the front clear. Returning to self-cleaning station. Okay, jetzt fahrt er von selber zurück. Cool. Witzige Sache.
Also jetzt blinkt es hier, jetzt gehe ich mal davon aus, das ist das Zeichen, dass er ladet. Schauen wir mal, Bedienungsanleitung. Okay, also mit WLAN ist er verbunden, das ist mal cool, das funktioniert. Und ich denke, das Zeichen ist hier, dass er sich jetzt auflädt. Also er muss 6 Stunden dranbleiben, damit mal das Ding voll ist. Und ja, so dann kann ich die Bedienungsanleitung weiter studieren und dann geht es weiter. So, hier an der Stelle geht es zum Keller runter. Und so wie die schreiben, Telefon. So, da bin ich wieder. Also, was haben wir gesagt? Genau, wo sind wir stehen geblieben? Ich mache jetzt hier einen Streifen drauf, dass der Roboter weiß, hier geht es abwärts. Und deswegen ist auch hier das Band dabei. Hat man doch tatsächlich in der Bedienungsanleitung angucken können. Das ist irgendwie magnetisch. Ich habe mir gehofft, es klebt. Komisch. Mache ich vielleicht mit Klebestreifen ein bisschen am Rand hin. Mit dem kann man quasi absperren, wo er nicht hinfahren soll. So, ich habe jetzt ganz vergessen zu filmen. Ich habe jetzt einfach mal den Roboter eingeschaltet und der ist losgefahren und erstellt jetzt quasi eine Karte von dem Raum und fährt jetzt alles im chaotischen System, oder was heißt chaotisch, ich weiß gar nicht, ob es wirklich chaotisch ist. Er fährt halt alles ab mit seinen Sensoren und erstellt dann eine Karte von den Räumen. Und mal sehen, hier seht ihr es. Ich weiß nicht, ob man sieht, jetzt sieht man es genau. Hier seht ihr schon das Ergebnis von der Karte, also das, was er bis jetzt abgefahren ist. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass alles aus dem Weg ist. Weil sonst erkennt er das als Hindernis und beim Reinigen nachher würde er ich hoffe, dass er da jetzt auch wieder vorkommt. Also mit der Kamera wäre das jetzt schon ein Problem. Das ist jetzt ein guter Test. Das hätte ich, glaube ich, absperren sollen. Weil ich glaube, das wird echt ein Problem. Aber coole Sache. Weil da komme ich mit der Kamera. Nicht hin. Und der putzt da unten vor, also da bin ich echt gespannt, ob er da wieder rauskommt. Das ist jetzt natürlich schon ein K.O.-Kriterium mit der Kamera oben drauf, das ist ein bisschen blöd. Ja, da bin ich echt gespannt, ob er da wieder rauskommt. Er wurstelt sich komplett da unten durch. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht richtig. So, kurzes Update, jetzt ist er gerade hier in der Küche und fährt die Küche ab, scannt sie,
Die Stühle stehen so, wie sie eigentlich immer bei uns stehen. Da kann er seine Bahnen fahren. Jetzt gucken wir mal geschwind mit dem Handy, wo er gerade ist. So, da fährt er jetzt gerade ab und sucht sich seinen Weg. Und da macht er jetzt die Karte. Jetzt gucken wir mal. Ups. Also der Hannes ist natürlich für ihn schwierig, aber der fährt er trotzdem so rum, wie es geht. Und rödelt in den Ecken rum. Coole Sache. So, das wollte ich euch jetzt schön zeigen. Also der packt es sogar und fährt unter der Tisch drunter. Wie er da jemals rauskommt, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Ich meine, das wäre jetzt für meine Kamera obendrauf noch kein K.O.-Kriterium. Aber der ist tatsächlich sogar unter dem Sessel unterwegs gewesen. Also da ist es natürlich jetzt blöd. Aber ihr seht, er kämpft. Jetzt hat er schon überlegt, was soll er denn jetzt machen. Da bin ich echt gespannt, ob er da wieder rauskommt. Also es ist auf jeden Fall raus. Cool, er hat es rausgeschafft. Ist ja irre. Okay, da ist jetzt das Problem mit dem Kabel, da soll eigentlich kein Kabel auf dem Boden liegen. Da müssen wir noch überlegen, das müssen wir anders machen. So, da war er ja schon. So, da bin ich jetzt gespannt. Wir haben hier so einen Hochflur, ob er den packt. Also ich glaube, da kämpft er ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, da kann sein, den kann er nicht. Müssen wir mal gucken, ob er hochfährt oder ob er es ignoriert. Da oben habe ich jetzt mal die Kamera wieder draufgestellt. Nee, der ist ihm zu hoch. Aber er könnte unter das Sofa fahren. Also da schafft er es noch mit der Kamera, das ist echt, glaube ich, ein Problem, die ist zu hoch. Aber jetzt, oh, jetzt fährt er hoch. Oh, oh. Paintbrush is tangled. Please clean up. Okay, jetzt hat er aufgegeben. So, jetzt ist der Roboter wieder zurück in seiner Ladestation. Er hat eine Karte gemacht, die zeige ich euch nachher nochmal von nahem. Und jetzt schauen wir mal, was er denn aufgesaugt hat. Also bei uns ist es normalerweise so, da wird fast täglich gesaugt. Aber ich bin jetzt einfach mal gespannt, was da rauskommt. Da macht man da hinten einfach das Ding raus. So, ich nehme mal hier ein Blatt Papier. Mach das mal raus. Jetzt weiß ich gerade selber gar nicht, wie das aufgeht. Doch, da drauf drücken. So, wenn wir jetzt mal da schauen, der Wahnsinn, was der alles, sogar eine Unterlagscheibe, woher die auch kommt. Aber das ist echt brutal. Da gibt es hier noch eine Bürste.
Da kann man dann den Filter noch sauber machen. Also, das ist der Wahnsinn. Von einmal durchsaugen. Und wir sind, also bei uns ist es wirklich so, dass so gut wie nichts ist, ja. Aber unter den Schränken oder wie auch immer, ist halt immer mal irgendwas. Und das habe ich alles mitgenommen, also echt brutal. Jetzt schicke ich das einfach wieder. Gerade überlegen, so rum. Wieder rein. Die Bürste, wie rum war die jetzt drin? So rum. Ja, so rum. Ja. Die Bürste wieder rein. So, und dann können wir das wieder hier reinmachen. So, und jetzt beim nächsten Mal machen wir es dann noch mit dem Wischen. Da bin ich echt gespannt, wie gut es geht. So, machen wir hier mal die Aufsätze jetzt drauf. To vacuum and mopping mode. So, und jetzt stellen wir den einfach hier irgendwo drauf. Das tun wir mal weg. Und jetzt sagen wir zurück auch in die Station. Returning to self-cleaning station. So, und jetzt fährt er automatisch selber zurück. Er muss sich, denke ich mal, orientieren, weil er gerade nicht weiß, wo er ist. Aha. Und jetzt pumpt er Wasser rein. Cool. Hier pumpt er altes Wasser rein. Er spült irgendwas. Jetzt müsste er eigentlich losfahren und in die Küche fahren und da den Bereich wischen. Ja, aber da ist jetzt irgendwo, der hat gemacht. Ist doch wurscht. Das sagt doch eh. So, und jetzt marschiert er los und dann wischt er in der Küche. So, ah, und dann sieht man, guck, er wischt. Jetzt ist der Boden nass. Und jetzt wischt er nass raus. Wisst, man sieht richtig, wie der Boden rausgewischt wird. Ich habe da so einen Bereich definiert auf der Karte und habe gesagt, soll jetzt du den Bereich nass rauswischen. So, jetzt ist er drin. Jetzt schauen wir mal, jetzt pumpt er das Wasser um. Ich hoffe, man sieht es genau. Das Altwasser pumpt er raus und dann füllt er wieder mit Frischwasser auf. Und jetzt kommt wieder Frischwasser rein. Oder pumpt er vielleicht sogar nochmal durch. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir hier den Dreckwasserbehälter. Den Schmutzwasserbehälter, sagt meine Frau. So, und jetzt gucken wir mal, was da, also, ihr seht, das ist auch schon dunkel. Also jetzt nicht richtig schwarz, aber dunkel. Das heißt, der hat auf jeden Fall was rausgewischt. Das Ding funktioniert einwandfrei.
So, ich zeige euch jetzt mal kurz die App noch ganz grob. Also ihr seht, das ist der Grundriss, den er da erzeugt hat. Die roten sind die Bereiche, wo ich ausklammer, da der große Teppich im Wohnzimmer zum Beispiel, das packt er halt nicht, diesen Langflur. Dann jetzt tut er gerade die Pads trockenblasen. Und dann gibt es da halt verschiedene Einstellmöglichkeiten, wie stark man reinigt, wie viel Wasser man nimmt und so weiter. Dann hat man die Möglichkeit, das zu starten. Man hat noch ein Zeitprogramm, wo man hinterlegen kann. Ich sehe gerade 60% Akkuleistung. Also da gibt es wahnsinnig viele Sachen, die man da einstellen kann. Auf die möchte ich jetzt gar nicht so im Detail alles erklären oder drauf eingehen vor allem. So, also das war es jetzt dann eigentlich schon fast mit dem Video. Meine Idee war ja jetzt die, ich habe hier noch eine mobile Kamera, also mit Akku betrieben, habe ich noch übrig oder stelle ich ab und zu mal hier im Haus auf, wenn ich in Urlaub gehe. Und meine Idee war jetzt, ich befestige die hier auf dem Roboter drauf. Und habe dann die Möglichkeit, wenn ich im Urlaub bin, dem Roboter zu sagen, fahr in die Küche oder ins Wohnzimmer und kann dann einfach mal auf der Kamera schauen, ob da alles in Ordnung ist. Ich habe ja mal so ein Video gemacht, wo ich eigentlich das Gleiche machen wollte, über so ein ferngesteuertes Raupenfahrzeug, wo ich durch die Wohnung dann schicken kann. Und jetzt mit dem Roboter habe ich ja eigentlich alles. Ich kann es über eine App steuern, ich kann... ich kann ihn zurück in die Station fahren lassen. Entschuldigung. Und alles. Und da brauche ich das eigentlich gar nicht mehr mit dem ferngesteuerten Fahrzeug. Das einzige Problem ist halt, habt ihr ja gesehen, er fährt auch unter die Sofas drunter. Aber den Bereich kann ich ja ausblenden, dann passiert auch mit der Kamera nichts. Und das ist also eine coole Sache. Und da mache ich jetzt aber ein separates Video, weil ich gemerkt habe, das Erklären und das Zeigen von dem Roboter, das ist so cool, das dauert so lang oder das ist so ein längeres Video, dass ich das einfach in ein separates einpacke. Okay. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie so ein Ding funktioniert. Also ihr seht selber, man muss dann natürlich ein bisschen programmieren bzw. sich damit beschäftigen, dass das Ding dann sauber läuft. Aber es ist nicht wirklich schwer. Man muss sich eben einfach ein bisschen reinfuchsen. Ich finde das Ding mega cool. Ich werde es jetzt die nächsten Tage testen. Ich werde ein Zeitprogramm hinterlegen, wann das tagsüber oder abends, je nachdem, losläuft und die Wohnung sauber macht. Also, ich muss sagen, so der erste Eindruck ist mega cool. Ich habe jetzt natürlich keine Langzeiterfahrung, logischerweise, weil ich sie erst vor kurzem bekommen habe. Ich werde vielleicht so im halben Jahr nochmal ein Video darüber machen, wie es dann sich in der Praxis bewährt hat. Was halt wichtig ist, dass die Station wirklich immer an der gleichen Stelle stehen bleibt, sonst findet er das nicht mehr. Sonst muss man die Kategorie, also sonst muss man die Karte wieder neu anlegen und so weiter. Okay. Es war jetzt ein Werbevideo. Ich hoffe, es war trotzdem für euch interessant, sowas mal zu sehen, wie das funktioniert. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Es sind viele Videos im Bereich Do It Yourself oder eben auch im Bereich Technik, so wie das jetzt hier. Okay, das war's dann. Euer Rainer.